Ey, wie soll ein Hund einen Menschen suchen? Wie geht das? Bin ich dein Herrchen? Yalla, jetzt mach mal, ich will rappen, ey. Ich hab keine Zeit für diese Hunde. Agomusik.de, Internet und so. Raufgehen und dann siehst du, was da los ist. Flair, Sido, Bobby, Mobby, ab und zu mal was über mich, ab und zu was über den Rest von Deutschland. Aber Agomusik, ihr wisst Bescheid, Agomusik.de. MOK, der Neukölln-Hustler, ich lag auf Eis, bin aufgetaucht. Yeah. Ich mach die Augen auf, ich such nach festem Boden. Rapper sind wie Düsenjets, die meisten sind schon abgehoben. Mesh und mir egal. Heute in Berlin Interview. Dankeschön. Ja, war ja wenig Action um dich in letzter Zeit. Was hast du gemacht? Ich weiß gar nicht. Ich bin ja entlassen worden jetzt im Dezember. Und hab erstmal das gemacht, was ich die ganze Zeit hätte machen sollen. Einfach nur chillen und die ganzen Opfer beobachten. Nee, Spaß beiseite. Wie gesagt, ich habe ja das Rap-Ding auch so als Job gemacht, im offenen Vollzug, damit ich halt ab und zu rausgehen konnte und halt auch die Lockerungen genießen konnte. Aber jetzt bin ich halt wieder straight am Hustlen. So. Jetzt ist mit Rap erstmal Pause, seit dieser Geldwäsche-Scheiße da. Und jetzt kommt halt, wie gesagt, Bad Boys Limited. Ich mache mich fit, ich mache mich hübsch, alles ist cool. Bad Boys Limited kommt am 10.10., oder? 10.10., ja genau. Warum Limited? Ja, weil es die letzte Bad Boys sein wird, weil ich, es war ja halt am Anfang da, Bad Boys war ja sowas wie eine Plattform für andere Rapper auch. Der eine mag sagen, nee, stimmt nicht, aber der, man muss sich mal Bad Boys 2 angucken und dann sich mal die Leute anhören, so wer sie halt noch da gekannt hat, hat halt kaum einen gekannt, außer halt die etablierten Leute, so wie Alper und Sido etc. Und alle machen ihr Ding und so, und es ist mir echt ehrlich zu blöd, so noch mit irgendwelchen Leuten Features aufzunehmen und so, ist einfach zu anstrengend. Jeder ist halt Dings, jeder ist abgehoben, jeder denkt, er ist jetzt irgendjemand und so. Ich gehe halt zu irgendwelchen Beatmenschen so, rap da auf die Beats, die gehen dann, sind Nachzügler alle, in meinen Augen sind es alles Nachzügler. Und ich habe keinen Bock mehr auf Bad Boys und so, weil Bad Boys bedeutet ja auch, böse Jungs, so, weißt du, und in meinen Augen so sind die halt alle nicht böse. So. Und dann, ich müsste ja nur mich selber featuren. Iper müsste ich featuren und halt Toni vielleicht und aber ansonsten. Ja. Offiziell letzter Joint für heute. Doppel-CD wieder? Ja, Doppel-CD. Neue Tracks drauf, ich glaube 50 Tracks sind drauf. Dann noch 8-9 Videos sind drauf. Also alles, was ich bis jetzt gemacht habe, es gibt ja halt Bad Boys 1 initiiert, Bad Boys 2 initiiert mittlerweile und dann suchen wir Tracks raus und machen halt neue Tracks und so. Wie gesagt, ich habe keinen Bock auf Bad Boys 3. Ich habe halt Tracks gemacht und so, wo ich halt der Meinung bin, die sich halt lohnen, auf ein Mixtape zu knallen, aber nicht auf ein Album. Und macht jetzt, also eigentlich alles fertig, so Grafik steht, dies, das, muss halt nur noch ins Presswerk, aber wie gesagt, wir haben es jetzt gerade im August und so, jetzt kommt ein bisschen Promo und man lernt ja halt aus Fehlern und so. Deswegen und wie gesagt, 50 Tracks, alle Videos irgendwie drauf, bla bla, bisschen Special-Material gibt es irgendwie. Wer zuerst bei Young Musics bestellt, kriegt noch ein Poster dazu mit Autogramm und so. Ansonsten die ganzen anderen Leute, die müssen halt über MC, Downstairs und halt Karstadt etc. Groß angekündigt noch Musik oder Knast, DVD plus EP, dieses Jahr wird wohl nichts mehr, oder? Ja, das Ding ist so, die wird geschnitten bei einem Menschen so, der halt ein bisschen berühmter ist. Der hat jetzt aber leider einen Unfall gehabt, einen Motorradunfall. Und ich will halt nicht mein Zeug halt, ich meine, das ist halt, das sind Sachen so, die halt 3 Jahre alt sind, die halt richtig gut überarbeitet worden sind, wo halt echt viel Material ist, von der Sido-Tour bis zur Bobby-Tour, alle Studio-Sessions so, die man sich vorstellen kann. Und ich will es halt nicht einem Drittklässler oder so geben, der es halt zusammenschneidet, sondern will halt schon dafür sorgen, so, dass es halt in den professionellen Händen bleibt und halt auch was Cooles rauskommt. Darum geht es einfach nicht. Und ich kann es mir leisten. Das sehen wir. Album Freiheit, abgesagt, kommt. Nö, das ist halt das große Album, so, wo ich dran arbeite. So. Mittlerweile ist es halt, ich weiß nicht, manche Tracks sind halt zu alt und ich bin jetzt halt demnächst, irgendwie, ich mache mit Joe Rilla was, mit Ty Jason wieder, dann mit Loop Lab bin ich in Kontakt, so dort ein paar Beats und Flash Gordon. Und ich habe halt von jedem Beat, aber es ist halt ganz ehrlich so, nachdem ich mit Bizarre und Joker gearbeitet habe, ist halt so, das Musikalische von mir ist halt immer mehr auf dieser Schiene gewesen. Und jetzt ist halt so, ich will halt andere Sachen ausprobieren, andere Beats und mal wieder ein bisschen zurück so auf Oldschool-Sachen gehen. Und
weil dieses ganze neue 50 Cent ähnliche Live-Mucke und so habe ich gelogen. Dann war ja an Geldwäsche vor kurzem. Mit dem ganzen Beef zu Jihad, willst du dazu irgendwas sagen? Ja, was soll ich dazu sagen? So, ich meine, Jihad ist nun mal bekannt, so, dass er halt ein bisschen hängen geblieben ist. Ich meine, er ist ja nicht ohne Grund von Agro weggegangen und das Ding war, eigentlich habe ich auch gar keinen Bock gehabt, so das Geldwäsche-Ding zu machen. Nachdem der ganze Stress mit links war, mit Agro etc., mit den ganzen anderen Leuten, weil das Ding sah so aus, dass Geldwäsche sollte ja ursprünglich über Agro rausgebracht werden. Jihad hat uns halt diesen Weg halt genommen, indem er halt diesen Schwulen-Track gemacht hat. Und da wir schon irgendwie 8-9 Tracks fertig hatten, so habe ich mir halt gedacht, so, na egal, dann bringen wir das halt, machen wir noch ein paar Tracks und dann machen wir das fertig. Aber er ist halt ein extrem fauler Mensch, so. Ist halt ein extrem fauler Mensch, lebt halt in irgendeiner anderen Welt, erzählt halt die ganze Zeit so, ja, die anderen sind halt zu langsam und so. Jeder weiß halt, dass er halt ein Stück Scheiße ist und ich meine so, es geht ja nicht mehr um Jihad so. Jihad, das Ding ist ja vorbei, so wie halt mit Agro das halt vorbei ist, so für mich so ist halt jetzt, also so wie halt die Sache für Agro mit Jihad erledigt, ist halt auch für mich erledigt, weil es gibt keinen Bezugspunkt mehr. Jihad ist halt nur noch ein Schiss, mehr nicht. Und was habt ihr für eine Auflage? Verkäufe, willst du dazu irgendwas sagen? Oder? Ich glaube, wir haben Dings das erste Mal 4.000 gepresst, dann nochmal 4. Im Vorverkauf waren halt alle weg, die erste Pressung. Und jetzt stehen halt, glaube ich, noch 2.500 halt draußen. Und gab es doch irgendwie auch 2 Versionen, ne? Ja, genau, es gab halt 2 Versionen. Und das Ding ist halt, weil es halt Metallboxes etc. und so sind halt die Preise da ein bisschen anders und so. Also es läuft okay, ich kann mich nicht beklagen. Also ich kann mich nicht beklagen. Ob Jihad sich beklagen kann, ich weiß nicht. Also ich kann mich nicht beklagen. Ist klar. Ich mach Geldwäsche, du nicht, du Opfer. Dann, wie sieht's mit deinen Klamotten aus? Urban Voice, gut. Der Shop steht ja jetzt. Ja, Shop steht so, ich habe halt, das Ding ist halt, Grafiken hin und her und so. Wie gesagt, ich habe mich halt ein bisschen mehr auf sowas konzentriert. Also ich halt auch die Musik und so. Ist halt alles ein bisschen schnell gegangen so, von Mucke halt, nochmal in dieses T-Shirt-Business, dann habe ich ja noch diese Customize-Geschichte, wo halt die Leute halt ihre Namen halt bestellen können, das ist dann halt nochmal extra Arbeit, das ist halt nicht drucken, in den Schrank legen und abverkaufen, sondern zeichnen, vektorisieren, bla bla, hin und was weiß ich und dann halt immer extra Wünsche und so. Das ist halt T-Shirt-Business so, ja. Das ist in Ordnung so, 50 Farben, Alter, jeder kann alles, also es. Die Sparte ist halt unbegrenzt, du kannst halt bei Urban Voice ein T-Shirt bestellen für deinen Mann, für deine Frau, für deinen Opa, für deinen Onkel, für deine Crew, für deine Gang. Deswegen ist alles cool. Aber ihr kriegt kein Logo, Alter, kein Logo, nur die Shirts und danach könnt ihr abzeichnen, mega. Ist dann noch mehr geplant irgendwie an Shirts? Ja, jetzt kommt halt, wir haben jetzt irgendwie eine Auflage gehabt von 30 Logos, jetzt kommen nochmal 40 Logos dazu. Die Stadtteile? Stadtteile, genau, dann halt deutschlandweit und dann haben wir halt die ganze Zeit, wir haben halt auch ein bisschen Recherche betrieben, so was halt Viertel und Blocks und bla 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 angeht und die Jungs haben sich halt bei uns gemeldet. Und wie gesagt, dann gibt es halt auch Statements auf den T-Shirts und das wird halt nicht alles in diesem kalligrafischen Design bleiben. Mhm. Es gibt halt auch andere Formen und so, also wir machen das schon, wir sind da schon gut unterwegs. Ich habe halt gute Partner und so, auf jeden Fall eine gute Partnerin so, die sich um alles kümmert und so und das steht schon alles. Dein Label Young Music? Was geht da im Moment? Sudden-Album soll ja jetzt auch kommen? Ja, Sudden-Album kommt so. Der ist halt irgendwie noch beschäftigt halt mit seiner komischen Ausbildung, die er macht. Hm. Ich schicke ihn halt hin und her und irgendwie ab August ist er frei. Also das Album ist fertig. Ja. Also ich muss halt noch einen Part machen, glaube ich. Noch Greco fehlt noch drauf. Hm. Die treffen sich halt hier in Berlin. Ansonsten ist halt soweit alles vorbereitet, dass wenn Sudden hier ist, dass halt ein, zwei ein Street-Video gedreht wird, ein bisschen größeres Video. Und ich habe, wie gesagt, so zu Bad Boys gibt es jetzt ein Video, das drehe ich jetzt mit Excel von Agro, irgendwann die Tage und für Bad Boys mache ich halt nicht mehr, weil wie gesagt, Sudden steht an und so und der hat halt seine Chance, also Sudden war halt einer, der halt echt Geduld bewiesen hat so, über ein Jahr, hat sein Maul gehalten so, hat nie gemeckert und jetzt kriegt er halt auch das, wofür er gewartet hat auf jeden Fall. Asek ist ja tot, bei Mixi. Echt? Hast du was erzählt, ne? Rest in Peace, Alter, was passiert? War ein Unfall? Scheiße, Mann. Wer weiß. Katastrophe. Naja, und hier. Sonst noch irgendwas auf Young Music jetzt? Ja, oder erstmal Sudden und dann. Erstmal Sudden. Ansonsten so, ich meine so, das Ding ist so, jeder kann Label aufmachen. Also soll auch jeder Label aufmachen. Mich soll auch keiner anschreiben, so von wegen so Demo, dies, das. Ich habe keinen Bock. Landet sowieso bei mir alles im Spam und so, nervt mich einfach nicht mehr MySpace und so. Aber so halt, etablierte Rapper so, die können gerne zu mir kommen.
Die sind schon. Aber nur Klavierte. Ja, inwiefern hat sich dein Tagesablauf geändert? Gegen mein Bauch ein bisschen weggegangen ist. Ja, wie hat er sich geändert? Ansonsten, wie halt ganz normal, ich stehe halt morgens auf. Nicht mehr aus dem Knast raus, oder? Nee, ist nicht mehr aus dem Knast raus. Jetzt stehe ich halt morgens auf in meiner coolen Wohnung, wo ich halt auch gleich mein Büro habe. Stehe ich auch ganz normal, wie jeder andere Mensch, Zähne putzen, duschen, Käffchen machen, E-Mails checken, gucken, wer alles nervt, bisschen Business machen, hier was verkaufen, da was verkaufen. Und dann ist schon cool. Mal gucken, welches Handy man anmacht heute. Ich habe ja so einen Dienstag. Nee, so Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag Handy. Dann habe ich noch ein Feiertag Handy. Und meistens habe ich halt nur das Handy an, wo keiner die Nummer hat. Deswegen feiere ich mich übrigens. Dann gab es ja einige Features von dir. Ja. Du hast Hip-Hop gesagt, glaube ich. Und keine Ahnung. Ich, ich und meine Maske. War ja auch mit dem Sekte-Track. Genau. Nächste Zeit noch irgendwo Features, was erscheint? Der Bobby-Album auf jeden Fall. Bobby, ja. Der Sektenmusik-Sampler 3 kommt, da bin ich halt jetzt ein paar Mal drauf. Davor war ich halt immer nur einmal drauf und so, weil ich halt immer meine Sachen zu tun gehabt habe. Und dann bei Blumio irgendwas ist da gelaufen, so, da haben wir was gemacht mit Blueclap. Wie gesagt, Sacken auf jeden Fall und dann, ja, wir gucken mal, Agro-Ansage 8, ne? Kommt ja bald. Nummer 8, ja. Kommt ja bald. Und 2 Jahre übersprungen. Da geht halt auch was und da ist halt so, also alle sind heiß. Irgendwie so, jeder halt nervt halt auch, wie gesagt, mit Sektalbum hier und da und ich denke mal so, das ist, wir machen jetzt alle und das ist, glaube ich, also es hört sich alles so an, weil Alpha ist jetzt bald auch fertig mit seinem Album, von so einer Band, überkrass Hood Boys und so, sowieso die ganzen Grünen, also Sektenmusik hat sich ja richtig krass etabliert und so und Fumse hat sowieso enorme Steigerung, über Greco brauchen wir gar nicht reden, so, der Junge ist immer top und weiß nicht so, ich denke mal so, das ist halt, jeder muss ja für sich selber wissen, wenn jeder Alben gemacht hat, dies, das, ein bisschen MTV geschnuppert hat, ein bisschen Konzerte. Ich habe halt Glück gehabt, dass ich halt bei Sido bei der Tour halt mit dabei war und bei Bobby. Auch wenn meine Tour halt nicht so ausverkauft ist, weil ich bis jetzt noch gar keine Tour gemacht habe. Deswegen habe ich halt schon ausverkaufte Touren mitgemacht und so und es ist halt cool. Und ich denke mal, der nächste Schritt ist Sekte-Album. Also das, dafür behalte ich halt alles zurück, was ich schreibe und ich mache mir halt wirklich Gedanken halt über Sektentracks und so, deswegen muss halt Hardcore kommen, so muss halt alles bomben. So. Ja, ansonsten ist halt nicht viel los. Berlin stinkt immer noch. Die Leute sagen, reden scheiße über mich den ganzen Tag, so ist mir scheißegal. Irgendwelche Comeback-Rapper, Alter, die 10 Alben verkaufen, einmal die Woche Comeback feiern und so, aufhören, dies und das, Alter. Ich bin bei niemandem eingebrochen, Alter. Ich habe bei niemandem was gemacht, Alter. Keiner und. Ist mir auch alles scheißegal, Alter. Ich lebe immer noch, mich sucht keiner. Ich bin immer unterwegs, immer alleine, ohne Bodyguards. Mich könnt ihr finden, Alter, in Wilmersdorf, Charlottenburg, Moorbeek, Kreuzberg, Tempelhof, Spandau, Wedding, Reinickendorf. Merksvögel, überall, Alter, überall. Ich fahre auch ab und zu U-Bahn und so, macht euch keinen Kopf. Hunderte Kanaken sprechen mich an am Tag. Warum sprecht ihr mich nicht an? Komm, wenn ihr mich aus dem Auto fahren seht, Alter, kommt raus, sprecht mich an. Hero, Herr der Mello, Kacke mit Kacke ab. Ja, wie du schon sagtest, du bist bei niemandem eingebrochen. Was war da mit Desu? Du hast ja auch den Track gemacht, Keiner hält mich auf. Ja, das, der Track Keiner hält mich auf ist ja nichts gegen Desu. Spezifisch ja, so, das so, Ding ist. Die Anspielungen halt. Ja, Anspielungen sind schon halt da so, aber das Ding ist, also um es mal so zu sagen, was Desu angeht, Desu hat die Welt mit den Augen gesehen, die, wie ich sie auch gesehen habe. So. Er war auch im offenen Vollzug, er war mit mir im geschlossenen Vollzug in Tegel und. Weiß nicht so, er weiß halt, was ich durchgemacht habe, dies und das, ich weiß, was er durchgemacht hat und wir wissen auch, dass sich sowas nicht gehört und irgendjemand ist halt wohl bei ihm eingebrochen, keine Ahnung, was dort weggekommen ist und so und ist halt irgendwas weggekommen und ganz ehrlich so, ich habe es echt nicht nötig, bei irgendjemandem einzubrechen und ich weiß nicht mal, wo die so wohnt und bla und ist halt Straßenstory so, sowas passiert nun mal, weißt du, das ist halt normal, das passiert und ich denke mal so, jetzt ein bisschen Zeit ist halt vorbeigegangen so und wenn man auf die Straße hört so, dann weiß man schon, wer es gemacht hat. Wir wissen ja mittlerweile alle, wer es gemacht hat. So, er weiß ja selber auch. Und es gibt halt keinen Grund, halt mich irgendwie mit Desu auseinanderzusetzen, so, weil halt da nichts ist, da nichts war. Und es ist halt irgendwie alles Hetze. Aber ich bin dadurch nicht beeindruckt oder so, und dass ich jetzt halt einen Track schreibe. Weil ich schreibe halt nur Tracks über Leute, so, die mich halt beeindrucken und so. Oder die mir halt irgendwie extrem auf den Sack gehen. Und diese ganze Sache ist mir überhaupt nicht auf den Sack gegangen. So. Deswegen ist halt alles gut für mich. Sprayst du eigentlich noch? Immer noch. Ja? Viel unterwegs im Moment, oder?
Ja, eigentlich schon. Also jetzt ist ja so, dass bei mir war es ja so halt im offenen Vollzug, dass ich durfte ja nicht mal schwarz fahren oder halt eine Schlägerei anzetteln oder so. Dann war es ja halt gleich, dass du halt wieder in geschlossen kommst. Aber jetzt halt der normale Werdegang so. Jetzt gehst du sprühen, auch wenn du erwischt wirst, so kommst du erstmal aufs Revier, dann gehst du wieder nach Hause, wartest auf dein Gericht. Und ja, ich gehe immer noch sprühen. Also ich bin halt wieder aktiv und weiß nicht, das ist halt so der Ausgleich zum Rap. Ich mache es halt voll gerne und bin halt jede Nacht unterwegs eigentlich. Und ist okay. Dann war ja am 8.8. Bobbys Hochzeit. Oh Mann. Willst du dazu noch ein bisschen was sagen? Okay, das war's. Alle weinen jetzt, die ganzen Weiber weinen wegen Bobby. Weint, denn er ist fresh, weint. Ja, ansonsten ist halt Bobby ist verheiratet. Ja, weiß nicht, es trifft halt jeden irgendwie und das hat den Neger getroffen. Das ist halt alles schon Dings. Wir sind halt alle auf jeden Fall beeindruckt. Wir gönnen es ihm extrem so, weil halt, es war halt abzusehen bei zwei Kindern und einer tollen Frau so, das ist halt normal so, dass er halt geheiratet hat. Das ist halt so der zweitglücklichste nach Harris, so, den ich kenne im Business, so, der, wo es halt absolut passt und so. Harris, bin hier. Bist du irgendwo auf Tour mit bei Sido oder? Ja, gar nicht. Nee, Sido hat jetzt halt mit dem Typen auf Tour. Ja, wie auch. Ich weiß nicht. Aber das ist halt normal. Keine Ahnung, so das, also wie gesagt, so das Ding ist ja, ist halt auch alles viel, also zeitabhängig. Ich habe ja auch Kinder, dies und das, so ich habe halt jetzt wie noch eine kleine zwei Jahre alte Tochter, so die halt mich halt voll viel beansprucht und so, die ist halt wichtiger als diese ganze Scheiße. So. Ich mache halt Rap und auf, die sprühen, ich mache halt mein altes Ding so. Ansonsten 2008 war nicht viel los, Chaos in der Loge. Geldwäsche, Dschihad, Asex ist verstorben. Ja, und dann halt, ich bin Einbrecher und so, sagen die Leute. ich mach alles, aber ich breche nicht ein, Alter. Ja, ich habe jetzt iPhone 3G, richtig abtönt. Ich weiß nicht, warum ich es mir geholt habe, 95 Euro im Monat. Ja, ich weiß nicht, Mann, ich weiß nicht, ich mache halt Urban Voice halt. Das ist halt so das nächste Ding, wie gesagt, T-Shirts und so. Ansonsten Rap in Deutschland, abturnen, alles. 100 Millionen Tausende von Vorschüssen, verkaufte CDs sind 5000. 100 Millionen nicht verkaufte, 100 Millionen keine Vorschüsse, verkaufte CDs 10.000. Also irgendwas scheint hier nicht richtig zu sein. Ja Mann, ich bin's, GEMA, ich bestimm's alles. Nee, ansonsten. Ist halt viel los, Fight for Music macht voll viel. Ja, Boogie sein Album auf jeden Fall kommt jetzt demnächst. Und da gebe ich halt schon Acht drauf, so, was halt da passiert bei den Jungs. So. Wie gesagt, halt so Bilash und Boogie, das Album ist cool. Dann Boogie sein Solo-Album, darauf warte ich. Ansonsten ist halt nicht viel los, wie gesagt. Was wollt ihr eigentlich noch? Was wollt ihr noch? Okay. Tschüss. Ey, warte mal noch. Ich wollte noch was sagen. Du bist ein Bastard, Alter. Ich brauch keine Preise, ich brauch nur ein Mic, eine Line, um dich zu zerreißen. Set the fuck up, das Game bummst dich gerade selbst in die Macht auf Major. Der Index hat mich auf den Kicker, meine Raps bleiben hart. Yo, ich scheiß drauf, keiner hält mich auf. Mock bringt sein Scheiß raus. Ich schreib Geschichte mit Geldwäsche. Guck, wie ich Geld scheffel, du guckst dumm aus der Wäsche. Das ist nicht Schickimicki, auch voll ist das Straßenrap. Ob du richtig oder falsch, siehst du, wenn das Messer.